sunshine. One opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you capture. Es ist ein sehr spezielles Feeling für mich, in der Heimat zu fahren. Ich bin auch nervöser wie woanders, sage ich mal. Nervös war nicht nur Andrea Schillinger zum Auftakt der zweiten Etappe der Bayern-Rundfahrt über 200 Kilometer von Viechtach nach Bayreuth. Der internationale Stellenwert des Rennens spiegelt sich nicht nur in der Kategorie 2 HC wider, wie auch Jan Schaffrath, sportlicher Leiter bei HTC Columbia, weiß. Ja, gerade für das Personal und natürlich auch für die deutschen Rennfahrer, aber auch selbst die ausländischen Rennfahrer, die merken hier Feeling, was wir haben. Wir werden herzlich willkommen, die Leute sind super gut drauf und das nimmt natürlich auch eine ganze Mannschaft mit. Und wir kommen, wie gesagt, auch der Personal, auch Erik Zabel und ich, gerne nach Bayern. Wir sind bei herzlich empfangen und wollen das auch wieder zurückgeben, indem wir hier in den Etappen vorne mit bei sind. If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment, capture. 2-1 und Start 3 für die 200,5 Kilometer in Richtung Bayreuth. Mit Ihnen Applaus, mit Ihnen Ratschen, geht es auf den Kurs. Auf die letzte Etappe der Bayern-Rundfahrt 2010. Wir wünschen den Fahrern alles Gute für die Fahrt. Wie bereits am Vortag suchten wieder einmal die Ausreißer ihr Glück in der Flucht. Diesmal waren es der Däne Kasper Klostergaard vom Team Saxo Bank und der Niederländer Albert Timmer von Skill Shimano, die beschlossen, etwas zu probieren. Der Belgier Preben von Hecke aus der Mannschaft Topsport Flandern wollte sich dies nicht nur von hinten anschauen und schloss wenig später zu den beiden Führenden auf. Die drei harmonierten prächtig und fuhren in der hügeligen Landschaft des Bayerischen Walds und der Oberpfalz zwischenzeitlich einen Vorsprung von bis zu 4 Minuten auf das Hauptfeld heraus. Dabei ließen sie sich auch nicht von den gelegentlichen Regenschauern beeindrucken. Doch das Hauptfeld blieb den Dreien auf den Fersen und dank der Führungsarbeit der Basken von der Mannschaft Euskaltel, die das gelbe Trikot zu verteidigen hatten, wurden sie pünktlich zur Bergwertung der zweiten Kategorie auf dem Weidenberg bei Kilometer 173 wieder eingeholt. Gerald Ciolek vom Team Milram, der als einer der ersten über den Berg kam, machte einen guten Eindruck und ließ auf einen Tageserfolg hoffen. Doch im hektischen Finale auf dem Schlusskurs in Bayreuth kam alles anders. Kann er das hier herumbringen? Kann er das hier nach Hause bringen? HTC vorne mit dabei, HTC Columbia. Also, das wäre dann die Geschichte für Lee Howard. Da ist außerdem Skill Shimano vorne mit dabei. Skill Shimano von vorne. Es geht dann wie für die Niederlande. Es sind Robert Wagner vom Team Skill Shimano machte in der Wagnerstadt nicht nur den Etappensieg perfekt, sondern auch noch seinem Namen alle Ehre. Für Ciolek blieb am Ende nur der 9. Platz. Oh, der letzte Berg, der war ungefähr, ich glaube, 28 Kilometer vom Ziel. Arschbacken zusammengekniffen und drüber. Ich hatte noch 3 Teamkollegen zur Seite gehabt und die haben mich wieder ins Feld gebracht. Und dann hatte ich noch 2 Runden im Prinzip Zeit, mich zu erholen. Am Ende eine gute Position und ja, wieder ein bisschen erholt gewesen und gewonnen. Überschattet wurde das Finale von einem Sturz rund 50 Meter vor dem Ziel, der für die Beteiligten aber zum Glück glimpflich ausging.
Der erst 20-jährige Leith Howard übernahm durch seinen zweiten Platz in der Tageswertung das gelbe Trikot der Volksbank und Raiffeisenbank und führte damit auch in der Nachwuchswertung um das weiße Trikot der RNV-Versicherung. Mein Ziel hier sind eigentlich Etappensiege. Es wäre sehr schön, das gelbe Trikot noch bis zum Zeitfahren zu tragen. Aber es gibt auch noch zwei Möglichkeiten für Etappensiege. Hoffentlich kann ich da gewinnen. Das blaue Sprinttrikot der SDK blieb weiterhin bei Nils Blöttner vom Team Heizomat. Ebenso wie das Frankenbrunnen-Bergtrikot bei Serafin Martinez von der spanischen Mannschaft Xacobeo Galicia. Ich bin heute extra aus Münster hier angereist, die 500 Kilometer ganz schnell hinter mich gebracht. Bin auch pünktlich hier gewesen. Eine fantastische Veranstaltung mit einer Höchstleistung der Fahrer, aber gleichzeitig eine sehr familiäre Veranstaltung. Ich glaube, hier kommt so manches zusammen. Und als dritter Aspekt natürlich ganz besonders toll auch die Organisation. Das sollte man auch nicht vergessen bei dem Ganzen. Ich bin absolut zufrieden, wenn man also die Begeisterung hier gesehen hat, nicht nur hier im Zielraum, sondern auch die Begeisterung, die es an der Strecke gegeben hat, dann ist es genau das, was wir uns eigentlich für unsere Region gewünscht haben. Und das ist für uns auch eine wichtige Sache, dass wir auch im Breitensport hier auch mal ein Zeichen setzen können, bei dieser wichtigen Veranstaltung des Verbundes, kann ich so sagen. Und ich selbst komme ja auch aus der Gegend. Ich bin zwar aus Münster angereist, aber ich bin aus Waldsassen. Das ist so eine Stunde von hier, quasi vor Ort fast von Bayreuth. Und insofern ist es mir auch noch ein persönliches Anliegen, dass wir gerade diese Etappe heute gesponsert haben. Ja, ohne Zweifel. Also ich freue mich riesig, dass seit 10 Jahren die Bayern-Rundfahrt wieder Station in Bayreuth macht. Und wir haben ja gesehen, es ist ein tolles Event. Es ist viel geboten, auch hier am Luitpoldplatz jetzt um die eigentliche Rundfahrt herum. Ein sportliches Highlight, absolut, und ja, super Sache.